Herzlich willkommen zurück zur vierten Folge meines State of Decay 2 Nebenprojektes Mumm in den Knochen. Wir wollten hier das Haus angucken. Wir ist in dem Fall Alessandra. Ich muss mich noch an den Namen gewöhnen. Als erstes, wie üblich, wir sind nicht im Seuchenterritorium, das heißt, wir versuchen, eine Schutzzone aufzubauen, indem wir alle Räume einmal abgehen. Jetzt noch die Küche und wir haben es gut. Dann machen wir mal Licht aus, um die Container leichter zu sehen. Ich meine, es sind immerhin 6. Ethanol nehmen wir. Ja, vielleicht zu diesem Projekt noch. Also ich finde, Albtraumzone ist meine Komfortzone. Bei anderen Spielern mag das anders sein, aber für mich ist das Komfortzone. Und von daher habe ich halt gesagt, wenn ich daraus irgendwie ein Projekt für YouTube mache, dann muss da ein bisschen mehr Herausforderung sein. Habe gesagt, okay, nur einzelner Tampon. Die Welt mag sich ändern, aber der Körper nicht. Ja, in einer Damengemeinschaft ist so ein einzelner Tampon vielleicht sogar auch umkämpft. Ihr seid zu dritt. Wiederverwertung bei Tampons ist nun eher... Bolzen hervorragend. 17 an der Zahl waren das eben gerade. 17 leichte Bolzen. We beat the game. Das ist ein deutsches. Lass uns spielen, Palzi. Kuvert mit einer Nachricht. Auf der Rückseite eines Kuverts in verblasster blauer Tinte. Brot, Orangensaft, das gute Zeug, Milch, das Eis mit diesen Typen auf dem Etikett, Snacks für die Spielenacht. Dann haben wir hier noch teure Flasche mit verdorbenem Wein. Sieht vielleicht gut aus, aber er ist verdorben. Wie so ziemlich alles auf dieser verdammten Welt. Okay, das sind alles Handelsitems. Ich guck mal ins Auto, ob wir da noch Platz haben. Ansonsten ist der Außenposten auch echt nicht weit weg. Nee, da haben wir keinen Platz mehr. Wie weit ist er denn? Fragen wir mal so. 118. Eigentlich kann man da Sprit fahren, sparen, denn wir haben hier wirklich eine durchgängige Schutzzone aufgebaut. Und ich bin jetzt so frei. Ich laufe und dann kann ich am Außenposten auch den Charakter wechseln. Ich mache das immer gerne regelmäßig, dass die Leute keine zu langen Turns haben, dass sie sich dann auch schnell wieder erholen. Und, Great! A feral! If he leaps on me, I'm fucked. Wo? Unten im Wasser. Okay, das ist nicht ganz so wild. Macht aber das Wechseln des Charakters ein bisschen schwieriger, weil die auf jeden Fall in stehender Position ankommen. Ich mach's aber trotzdem. So, haben wir eine Waffe für dich? Ja, du kannst die da nehmen. Und dann nach Alessandra ist Broussard im Alphabet. Also die ersten drei mache ich auf jeden Fall alphabetisch, denn die haben wir nun gleichzeitig angefangen. Nimm mal den, die Sidearm kannst du weglassen. Ein paar Bolzen, aber 20 reichen, so viele brauchst du nicht. Denn ich habe nicht vor, großartig zu kämpfen aktuell.
That's it for this place, I guess. Ja, das war es auf jeden Fall wert hier. Noch mal ein Benzinkanister. Benzin müssten wir jetzt relativ gut haben, würde ich mutmaßen. Denn wir hatten ja drüben auch diesen netten Spot. Hock dich mal hin, bitte. Dass ich mir die Karte mal in Ruhe ansehen kann. Der Kofferraum. Oh, da können wir den sogar stacken. Verborgenes Camp und schiefgelaufene Party. Den Big Daddy haben wir hier auch noch nicht zu Ende gelootet. Guckt euch das an. Inzwischen sind das auch schon wieder... Ja, man mag gar nicht drüber nachdenken. So, da einsame Soldaten, Enklave mit einer Person. Hier haben wir einen Rames, den hatten wir untersucht. Das heißt, wir könnten die Party angucken. Das Camp hier am Flussufer. Da liegt irgendwo noch eine Snacktüte. Armee-Sanitätszelt könnte auch Waffe sein. Ansonsten sehe... Oh, hier ist ein Lagerunterschlupf. Oh, da hat zwei nicht gelootete Locations. Drei! Mädchen, du... Die zwei würde ich noch mitnehmen. Dann fahren wir mal zurück. Ja, das ist der Plan. Wie viel Benzinkanister haben wir denn inzwischen? 7. Ja, das reicht ein bisschen. Der Miragra hier hat auch relativ gutes Spritmanagement. Also sollte klappen. Nicht zu nah dran vorbeifahren, der liegt zwar, aber... Was lootbar? Oder Wohnmobil, der Campinganhänger hier vielleicht? Nee. Nothing worth taking here. Schiefgelaufene Party im Park. Mehlpatronen gerne. Glas mit Kakaobutter, Zombies sind unsterblich, warum nicht auf deine Haut? Wo ist denn der da? Aber er kann auch durchaus oben sein. Der Pfeil zeigt nämlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, meistens... Wir fahren mal gucken. Gucken kann nichts schaden. Und wir können momentan erstmal alles brauchen. I wonder if there are long-term biological effects from exploring plague territory. Da. Hier muss ich mich nirgendwo gegenstellen. Aber glauben heißt nicht wissen. Aber jetzt ist es passiert. Ich bin raus aus dem Auto. Seriously, this is it? Wie ist
das Ding jetzt schon gelootet? Das war das eine Ding. Habe ich da nicht richtig aufgepasst? Tatsache. Okay. Okay, ich fahre den Weg zurück. Da lag irgendwas. War gut, dass das kein Bloater war. Oh, da vorne ist eine Toilette. Das gehört, und noch ein Autochen. Das ist ja auch immer schön. Und hier Hebel. Auch nicht betankt, aber der sieht relativ gut aus. Der dampft zumindest nicht. Ah, hier Fettshaming oder was. Kommst du da nicht durch? Aufstehen solltest du eigentlich nicht. Ich wollte schon, dass du weiter hockst. Und Toilette halt immer ein guter Spot, um Medizin zu finden. Cracker. Auch noch zwei Lootables. Chemikalien. I'm done searching this place. Ja, da ist der Packsack, den ich wollte. Was heißt wollte, den ich mir oft erhofft habe. Den mal raus, packen den rein. Abstecher beim Außenposten. Wie sieht denn der Sprit aus? Gut, dann mache ich noch einen weiteren Slot frei. Denn ich fahre jetzt zurück zur Basis. Also wir kommen an der Basis vorbei und da kann ich auch kurz halten. Die Rucksäcke will ich eh abwerfen gleich. Aber dann können wir hier den Snack noch abholen. Denn der Loot-Goblin in mir hat das nicht vergessen, dass ich da einen Snack abgelegt habe. Es sei denn, da ist wirklich umkämpft. Also ich würde jetzt nicht wegen einer Tüte Snacks da... mich mit Mr. Farrell anlegen wollen. Wo ist denn der? Da. Aber der kommt eh. Halt sie. Du hast gerade wegen Snacks gekämpft. Ja, ich weiß. Thank you.
Okay, die Stelle ist wieder ungesichert. Das heißt, wir müssen da vorsichtiger sein. Ich höre auch einen Zombie irgendwo. Da liegt einer. Ich gucke aber erstmal hier um die Ecke, ob hier noch was liegt. Nee. Keep an eye out for Zed. Okay. Bleib mal trotzdem gehockt. Energy Drinks gerne. Im Early Game noch nicht so wichtig. Später ja. Krug mit Ethanol. Nebenan ist auch noch ein Container, den wir schon offen hatten. Da ist auch noch irgendwas drin. Oh, ja, Benzin gerne. Dann war der Turn richtig erfolgreich. Das müsste jetzt der vierte Packsack sein, ne? Ja. Engpass sieht frei aus, sodass ich da nicht rückwärts durchfahre erstmal. Kann sich aber noch ändern, wenn die sich entschließen, da doch noch vorbeizukommen. So, wie sieht's aus? Materialien haben wir 18. Jetzt 23. Wir haben ein 25er Lager, haben noch einen Packsack, das heißt, wir müssen jetzt bauen. Und ich gehe kurz rein. Krankenstation ist das erste. Wir haben zwei offene Spots, den einen da, aber ich habe die Krankenstation lieber hier in der Ecke, in der Nähe der Betten. Deshalb wird die Krankenstation jetzt hier hochgezogen. So. Die wird gebaut. Mission ist abgeschlossen damit. Wir wechseln wieder. Kriegen eine neue Mission rein. Nach Broussard geht's von vorne los, Andrea. Komm. Ich weiß, dir geht's total schlecht, aber. Die Platzliebhaber, wo sind die denn? Ach, da, wo wir schon gelootet hatten, in der Militär-Enklave. Ach, du sitzt hier in der Kommandozentrale, ne? Ja. So, das ist aber erstmal egal. Die wollen das bei solchen Proben sammeln. Das können wir auch nebenbei. Immer noch das Problem mit Waffen. Wir brauchen dann außerdem mehr Materialien. Wie viel haben wir jetzt? Einen Packsack haben wir noch. Oder? Das heißt, wir könnten die Krankenstation auch gleich aufwerten, was essentiell wäre. Denn die Stufe 1 Krankenstation regeneriert nur Gesundheit und keine Verletzungen. Für Andrea brauchen wir definitiv die Verletzungsregeneration. Wie lange dauert das? Aber 4,5 Minuten. So viel Zeit haben wir nicht, Andrea. Du musst auf jeden Fall los. Geh mal runter auf... Ja, 2 Dutzend ist okay. So. Felsiger Gipfel. Ne, ich möchte das Militärzelt angucken. Wir brauchen immer noch Waffen. Und dann gibt es hier noch 3 Materialien-Spots. Das heißt, wir fahren erstmal den da an und dann schauen wir weiter. Können wir reinpacken. Hätte aber auch gerne einmal Sprit jetzt auf jeden Fall drin.
Da unten ist auch, sieht auch sehr gut aus. Ich laufe da mal gerade hin. Da muss ich mich nicht allzu weit von der Basis entfernen. Aber es scheint ja so ein improvisierter Campingplatz zu sein. Achso, sie hat ja kaum noch Ausdauer. Gucken wir uns den an. Oh, nein, gucken wir nicht. Halt. Wenn es gut läuft, kriegen wir den weg. Er ist aber arg weit. Meter. Man muss halt vorsichtig sein. Bis 50 Meter ist im geduckt, ist geduckt ganz okay. Danach kann er einen entdecken. Halt sie, du gehst ein ganz schönes Risiko ein. Ja, ich weiß. Careful. I see a screamer. Ein Screamer hat auch noch. Das ist auch nicht schön. Tja, ich würde sagen, das war er, ne? Drecksvieh. Mr. Bloater, bleibst du bitte da oben stehen? Sind immer noch saugefährlich, die Tobsüchtigen, selbst hier in der auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum. Aber man braucht keine drei Treffer mehr, drei Kopftreffer, sondern nur noch einen, und man kriegt keine Blutseuche, wenn die einen treffen. Das macht das Ganze halt etwas angenehmer. Was heißt etwas? Deutlich angenehmer. Nochmal ein Benzinkanister, also ja. Benzintechnisch sieht das hier sehr gut aus gerade. Das richtig mitbekommen? Sie ist Heldin? Ja. Wie sieht denn das bei den anderen aus dann? Aber nicht so weit. Warum eigentlich? Achso, sie hat Packsäcke am Anfang die zwei reingeworfen. Aber trotzdem. Ja gut, eben der Tobsüchtige, der bringt natürlich auch, ne? Darf man nicht vergessen. Krankenstation. Und dann graden wir die auch gleich ab. Die 12 Materialien haben wir auf jeden Fall. Gleich weiterbauen da bitte. So, was wollten wir? Oh, ein Koloss. Wir wollten zum Armeezelt. Eigentlich wollte ich nebenbei noch gucken, ob ich dann hier den felsigen Gipfel mache, aber wenn da ein Koloss ist, dann lasse ich den kleinen Campingspot da aber auch Campingspot sein. Ja, wäre es in der Tat. Also nicht wegen der Medizin. Ich hätte lieber einen Lebensmittelaußenposten noch. Aber würde die Schutzzone um die Basis halt deutlich verbessern nochmal.
Aber recht hat sie. Es wäre jetzt für den Anfang gar kein schlechter Spot. Wie sind wir überhaupt medizintechnisch aufgestellt? Jetzt verlieren wir 2 Medizin pro Tag. Und wir haben nicht so viel Slots für Außenposten. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Das wird sowieso ein Problem werden. Wir können ja aufgrund der Einschränkung, die ich mir selbst auferlegt habe, niemanden mit Computer bekommen. Das heißt, die Kommandozentrale wird maximal Level 2 sein. Das heißt dann halt 3 Außenposten. Und dann müssen wir halt gucken, ob wir Mods für die Kommandozentrale finden. Oder da ein Händler vorbeikommt, der die verkauft. Aber das Äußerste, was wir bekommen können, sind 5 Außenposten. Mehr geht auf gar keinen Fall. Aber auch damit sollten wir eigentlich klarkommen. Also da sehe ich das größere Problem darin, dass wir keinen Mechaniker haben. So, was haben wir im Inventar? Eigentlich noch gut, sieht gut aus. Dann da ist auch noch Materialien. Wieso bist du draußen gewesen? Das gefällt uns gar nicht. Ich fahre jetzt hier hoch. Denn wie gesagt, 3 Chancen für Materialien, das will ich mir nicht entgehen lassen. Dann können wir tatsächlich vielleicht die Kommandozentrale hochziehen. Werkstatt sehe ich noch nicht so als immens wichtig an. Weil wir bislang kaum Verschleiß haben. Wir kämpfen nicht. Hier sieht es soweit gut aus. Den Spot hier können wir so sichern. Einmal reinfahren, den genauso. Ja. Im Haus ist definitiv irgendwas. Und ich fange jetzt mit dem Schuppen hier an, um die Sicherheitszone zu vergrößern. Breathe easy. No more creepers here. Nee, lass mal Licht an. Das sehen wir gar nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Packsack. Also im Vergleich zu der Todeszone ist Albtraum ja gerade. Ja, Polzi. Aber du hast keinen Händleranführer. Du hast nur Kriegsherren und Sheriffs. Ja, da hast du recht. Das ist ein bisschen problematisch, zumal wir ja auch nicht jeden aufnehmen, ne? 1 Liter Flasche mit billigem Bier. Quantität hat auch Vorteile. Nee, das ist in der Tat problematisch, dadurch, dass wir auch nur Leute rekrutieren dürfen mit meiner Einschränkung, die einen 5. Skill haben, der nicht erlernbar ist. Ist das ein pures Glücksspiel, was man da letztendlich dann bekommt? Da müssen wir gucken. Probieren kann man es trotzdem. Ne? Ansonsten wäre es zu leicht. Also ich spiele... spielen schon. Wenn ich wirklich entspannen will, dann spiele ich auch Albtraum. Aber ich mache da keinen Let's Play draus, wenn ich nicht irgendwo auch ein Problem bekomme. Und für die nächste Basis brauchen wir halt 4 Personen. Und wenn wir keinen zum Rekrutieren finden, naja, dann... So, am wahrscheinlichsten ist der Packsack da drin. Dann fange ich mal mit den anderen beiden an. Tankstellenjacke, Wheel-Look-Reifen, das heißt ein neues Outfit.
Da möchte ich gleich mal nachgucken. Da, das, okay. Die andere hatte ich schon. Das ist halt... ja, uninteressant. Wie gesagt, mir ist egal, wie die Leute rumlaufen. Was ich aber noch nie gesehen habe, ist irgendwie ein Röckchen oder so für einen weiblichen Charakter. Könnt mir gerne in den mich in den Kommentaren da korrigieren, aber okay, jetzt haben wir ein Problemchen. Ich will die Stelle aber auch nicht markiert lassen. Das heißt, der Packsack bleibt auf jeden Fall hier. Denn ansonsten würde die... solange ein Ressourcensack drin ist, denn das ist das letzte Lootable, was wir aufgemacht haben, solange ein Ressourcensack drin ist, bleibt es trotzdem weiß. Das heißt, ich nehme mal einen Vorschlaghammer und packe den erstmal in den Kofferraum. Nehme mir dafür von da einen Pack. Oh, das stackt sogar. Was wiegt hier am wenigsten? Du, den Vorschlaghammer rein. Dann können wir die anderen beiden zumindest mitnehmen und der Packsack bleibt drin. Und dann muss ich aber auch schon zur Basis zurück. Nee, du brauchst jetzt nicht kämpfen. Mit deinem Hackbeil. Gehen wir mal kurz auf den Beifahrersitz. Und dann... ja, verabschieden. Alessandra... war doch alles. Nee, Andrea ist das. Andrea und ich uns für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Auf bald, euer Thorsten.